El Acatalte. Einen kann Wunden heilen, oder wie war das? Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja, Jody. Jody. Karin, guten Abend. Hey, alle da links. Wir sind näher dran, Aiden. Komm, wir müssen hier weg, bevor noch mehr... Oh, ich hoffe, das ist bald vorbei. Time. Verkackt. Könnten jetzt auch bei dem Turm ankommen und alles ist erledigt. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Turm.
Ja, es ist noch ein Stückchen, Jody. Da muss ich jetzt hin. Gott, hab ich zu verlieren. Wir sollen ihm folgen, ne? Alles gut bei mir, ja. Nur, dass ich solche Szenen hier nicht so mag, wo man sich so schleichen muss und so. Renn ihm jetzt einfach hinterher. Oh ja, Schutzschild. Nee, die haben mich nicht gesehen. Das war jetzt ein bisschen... Hey. Dass das so gescriptet war. Schwitzt du schon? Ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich ihm einfach nur noch folge aktuell... Geht's mir ein bisschen besser, weil ich das Gefühl habe, ich muss nicht mehr selber nachdenken, wie ich vorwärts komme. Ich folge ihm wirklich halt blind jetzt gerade. Wird sie los? Hey, fahren die jetzt einfach um, glaube ich. Ruhig, Ei. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Okay, ich werde einfach mal geduckt.
Upsi. Ich hätte den Schlag schlagen sollen. Mensch! Ich will halt immer ausweichen, aber ich soll halt in die Richtung schlagen, wo das besser ist. Und das ergibt für mich keinen Sinn. Ich glaube, wir sind vorher runter. Vielleicht doch. Gott sei Dank sind wir vorher runter. Alles okay, Salim. So weit weg war der Turm noch gar nicht mehr. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinuni al-Baka wila Janibuki. Hastachi umusa hadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. لك حظ انقذت حياتي لن انسى فعلك حظ ابدا voll muss ich wieder alleine weiter. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. So, wirklich lang. Ruhig. Aus. Ich muss ein bisschen näher ran, dann kann ich... ausschalten? Nicht das Ohr.
oben. Wann ich durch den war, glaube ich, durch, ne? Ich fürchte, wir können überhaupt nicht sterben. Ich mache mir hier die Platte des Jahrhunderts. Da sind Leute. Da sind Leute. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Dann geh mal rein. Du weißt, was du tun musst. Das ist so anstrengend. Das ist er. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. Oh, kannst du uns helfen? Einen Bonus freischalten. Ich will. Salim. Scheiße. Was macht er hier? Wenn er draußen bleibt, sollte es gut gehen. Hier Tour. Oh, hallo. Ich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wir dürfen niemanden berühren. Okay, das hat nicht funktioniert. Was ist mit dir? Gut. Such eine Waffe. Waffe. Auto ist eine Waffe. Auf dem Auto ist auch eine Waffe. Eine Waffe? Okay. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm, warte, ich. Ich schaff das. Ich kann ihn schützen, ne? Ich kann ihn töten. Die anderen lassen sie nicht rein. Wieso können den ja jetzt nicht reinlassen? Ah.
Was habt ihr denn? Jetzt mit dem reingehe. Ach, mit dem kann ich rein. Ach. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Ja, mir wäre auch schlecht. Nein. Abi, Abi, la, la tamuja, Abi. Ich habe die Haja eleika, la tatrugni, la tatrugni. Er ist dein Vater? Niemals erfahrt, ich soll ich. Ich meine, ich kann ihn verstehen. Mann. Deswegen war er auch oben. Kann ich mit einem was machen? Nein. Verdammt, wir müssen gehen. Oh, verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Nehmen das Auto? Wir können das Auto nicht nehmen. Oh, wow. Anders lang, du musst. Habe ich eine Wahl? Ich glaube, ich habe keine Wahl. Ich glaube, das ist geskriptet. Ich kann auch Aiden nicht rufen. Hey, ich bin doch an der Tür gewesen. Ich kann Aiden nicht holen. Ach, Ryan.
10 Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Wow. Ich sag hier empathieloses Niemals. A-Loch. Erst schon und jetzt wieder. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Eigentlich wollte ich die Zeitschrift, aber okay. Und Jola denkt sich, nee, die hat zum Alkohol gedrängt. Die nimmt immer Schmerztabletten und trinkt danach Alkohol. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnungen. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du hast mich manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Wir haben unser Schutzschild, oder?